Ich bin Neoblade. Ich bin im Projekt The Staircase meets Mental Checklist von Day 9. Mental Checklist ist von Day 9, Staircase nicht. Und ich verstoße hier gegen The Staircase. Ich baue nämlich Stalker und auch Sentries. Sentries waren versehen. Stalker darf man im zweiten Programm von Staircase bauen, aber da sind wir noch nicht. Das machen wir erst nach 50 Spielen. Ich muss dann einfach akzeptieren, dass ich Spiele auch verlieren werde. Ich bin noch nicht mal sicher, ob ich es verloren hätte. Ich überlege mir noch, das muss ich mit ein paar Leuten mal durchsprechen, wie das aussehen würde, wenn ich Charge erforsche. Weil der Gegner baut nur Stalker, wirklich ausschließlich Stalker. Und kann natürlich dann meine Zealots unendlich lange kiten. Andererseits, wenn ich eine große Masse von Stalkern habe, dann eigentlich auch nicht mehr. Aber gut. Ich muss einfach mehr vertrauen, denke ich mal. Dass ich einfach wirklich dann mit 20 Stalkern, 20 Zealots oder sowas angreife. Ist schon wichtig. Ich bin ja jetzt extrem früh da, seine Warpgate-Tech ist noch nicht durch. Er hat keine Units. Und hier hätte ich einfach jetzt warten müssen, bis 4 Zealots da sind. So kann er halt natürlich gut kiten. Macht er vom Micro her natürlich schon gut. Das mache ich vom Micro her schlecht. Meine Mental Checklist war also nicht up to date. Aber hier schon ordentlich ein paar Units. Ja. Aber Lost sieht das natürlich eher schlecht für mich aus. Aber er ist wenigstens supply-blocked, das ist schon mal was. Ich bin nicht supply-blocked, mein Nexus ist fertig. Ich sammle jetzt hier auch alles, anstatt hier einfach mal wirklich zu scouten, sobald hier 4 Zealots sind, zu gucken, was geht hier so. Ne? Das wäre ja möglich. Ich habe ja 3 Gates. Chrono-Boost ist auch nicht angewendet, also da fehlt natürlich schon einiges, das muss man schon sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, was er mit dieser Probe machen wollte. Aber jetzt gilt es hier natürlich nicht einfach hier rumstehen, sondern... Ja gut, okay, diese Macht kann ich nicht besiegen. Er kann einen Photon Overcharge schmeißen und so weiter. Jetzt gilt es hier, sich an der Natural sammeln. Und... Sobald er den Nexus hier baut, und zwar hier hinten sammeln, sobald er den Nexus baut, den halt zu canceln sofort. Natürlich bin ich eco-mäßig meilenweit vorne, wenn ich denn auch mal Sonden bauen würde, das wäre nicht verkehrt. Also hier hat das mit der Mental Checklist überhaupt nicht funktioniert. Ich habe einfach aus Angst reagiert. So, gehe jetzt wieder in seine Eco-Line rein. Schaue, wie viele Arbeiter ich töte. Acht Arbeiter getötet. Ich bin jetzt meilenweit vorne, wenn es um die Arbeiter geht. Er hat immer noch keine Echse. Ich bleibe mal in seiner Vision. Das war von meiner Mental Checklist... Und Staircase nicht gut. Ich will noch kurz was sagen. Der Terraner, der mich mit Widowmines besiegt hat, Key, Champ Power oder so, war ein Masterspieler. Früher. Habe ich nachgeguckt. Hat sich auf Bronze fallen lassen, um jetzt irgendwie
Leute in den unteren Ligen zu verprügeln. Hab noch ein Spiel gegen ihn gemacht. Ist sofort Vorbase gegangen. Also, das ist gegen den Master Terraner kann ich natürlich nicht gewinnen. Wobei ich es ja fast geschafft hätte und hätte ich das anders gemacht. Aber gut. So, er scoutet jetzt hier ab. Okay. Ich baue, er baut zwei Arbeiter, ich nicht. Also es ist vom Stakers Gedanken her absolut grottenschlecht. Hab mir Angst machen lassen hier von den Stalkern, Widowmines, Entschuldigung, Stalkern und Immortals, nicht Widowmines. Kann Terraner noch nicht bauen. Also ganz krass One Base gespielt. Aber ich nutze es nicht aus. Und er ist, was die Worker betrifft, fast genauso. Sieht jetzt meine Army. Aber meine dritte kommt schon. Und er hat dann hinterher der Masse nichts mehr entgegenzusetzen. Supply. So. Army Value sieht so aus. Den Kampf zeige ich gleich jetzt auch nochmal vom Warp-In-Gedanken her. Hier habe ich einen Proxy-Pylon reingebaut. Da habe ich meine Kameraposition drauf getan. Und ich zeige das aber nochmal aus meiner Vision. Chrono-Boost angewendet, nachdem ich reingewarpt habe. Das war von der Mental Checklist her gut. Reinwarpen. Arbeiter könnte man nochmal bauen. Alles reinschicken. Reinwarpen. Chrono-Boost machen. Chrono-Boost machen. Chrono-Boost machen. So, habe ich direkt da unten hingemacht über die Minimap. Chrono-Boost wird gemacht. Schauen wir mal nach, was mein Chrono-Boost ist. Da ist 26, da ist 19, da ist 11. Alles gut. Er ist One Base. Er sollte Zealots reinwarpen, aber es ist eins der großen Probleme im PvP, dass die Leute denken, Zealots werden sowieso nur gekitet. Aber es kommt halt auf die Macht an, auf die Masse. Wie will man 20... Ich habe jetzt insgesamt 18 Zealots. Ich schicke die Zealots nach vorne. Es wird sogar noch ein Force Field gemacht. Aber wie will man diese Masse hier kiten? Wie will man das schaffen? So, das Force Field ist gleich aufgebraucht. Da kommen meine weiteren Units rein. Einfach durch besseres Makro gewonnen. Hier unten zwei Proxy-Pylons gebaut, dass ich hier reinwarpen kann. Und man sieht es halt am Geld. Er hat jeglichen Tech, hat Observer draußen, hat eine Forge gebaut um plus 1, aber er hat sein Geld nicht ausgegeben. Und darum geht es in The Staircase. Bis zum nächsten Video.